Ich habe hier ja noch andere Bilder, so Tierbilder. Siehst du die? Nein. Ich bleib's aber, ich habe keine Tierbilder. Du hast keine Tierbilder? Nein. Nicht im Raum rumstehen oder so? Nein. Ich habe noch nichts gesehen, was ich irgendwie als Tier identifizieren könnte. Ich meine, ich habe hier blaue Fenster, aber... Ja, da kommt Licht rein. Da kann ich beim besten mit nichts identifizieren. Nicht, dass das Spiel irgendwo buggy ist gerade. Weil ich kann zum Beispiel die Sanduhr nicht aufheben. Die ich bräuchte, wie die Belly sagt. Ja gut, ich konnte vorher zum Beispiel auch die Sprühpistole, mit der du die Pflanze bekämpft hast, nicht aufheben. Das ist kein richtiges Tier, sondern ein Mischmasch. Ja, aber wenn er überhaupt nichts hat, womit er überhaupt ein Tier assoziieren könnte, ist das auch. Was Belly da schreibt, verwirrt mich jetzt, ne? Ja, das müsstest du nämlich aufheben können. Ich hab ja aber nichts, was Tier ist. Du sollst mir sagen, wo die sind, aber ich hab nichts zum Interagieren. Ich habe keine Bilder an der Wand hängen. Außer die drei, die wir bewegen können. Dann stehen die irgendwo. Ja. Bloß jede Menge Bücher. Und ich kann mit nichts interagieren. Na, ich kann die Sanduhr nämlich auch noch nicht aufheben. Ja, wäre vielleicht mal eine Idee, dass wir den Raum mal kurz neu starten. Können wir machen. Geh mal. Bist du schon raus? Steht hier, ich habe jetzt verlassen. Okay. Gut, Spiel starten, Raum erstellen. Das hier starten. Raum wird erstellen, Spieler einladen. Du? Ja. Siehst du die Bilder an dem Ladebildschirm? Ja, das ist interessant. Meinen wir. Ja. Die waren bei dir nicht da, oder wie? Nö. Na toll. Und wenn ich da rechts bin, dann sieht das Bild dort an der Treppe momentan noch anders aus als das, was ich sehe. Mhm. Aber das rechts ist deins, glaube ich. Nee, das rechts ist meins. Oder die haben nur von einem das genommen. So, jetzt bin ich hier. Das sieht wie mein Zimmer aus, weil ich die Edelsteine habe. Und ich habe hier... Ich auch hinnehmen. Oh, die Sanduhr. Ja. Und jetzt habe ich hier auch Bilder mit Tieren. Und die dann war der Raum buggy. Und die kann ich nehmen und du musst mir anscheinend sagen, wo die hin müssen. Ich höre jetzt auch eine Uhr, die habe ich vorhin nicht gehört. Und hier ist ein Würfel. Ah, die ganzen Sachen, die vorhin... Jetzt kann ich dir sagen, wo welches Zeug hin muss anscheinend. Okay, das ist schon mal gut, dann können wir das richtig koordinieren. Und meine Bilder mit den Blumen sehen jetzt anders aus. Ah ja, und jetzt fehlt bei mir hier auch ein Bild da drin.
So, ich habe jetzt jede Menge Bilder aufgenommen. Ah, die Bilder sind bei mir jetzt anders, okay. Also, du kommst in den Raum rein. Linker Hand müsste ein Bild hin. Und zwar ein Hase mit einem Flamingo. Auf einem Bein, ohne Kopfbedeckung. Was könnte das sein? Also der Flamingo ist ja vermutlich, der beißt sich selbst. Ja, genau. Okay, dann gehe ich mal geradeaus. Da hing auch ein Bild an der Wand. Ja, das ist an der Treppe, meinst du? Ja, das erst unten. Ich würde jetzt wieder sagen Flamingo, mit rechts und links einen Schnabel, in der Mitte ein Auge und eine blaue Muschel auf dem Rücken. Also, wie war das? Rechts und links ein Schnabel, ja? Ja. Okay, so, dann gehe ich ein paar Stufen hoch. Ja, da kommt dann das Bild, was ich verdrehen muss. Und danach ist der das gleiche wie unten, wie das erste, was wir gemacht haben. Aber nur mit einem Schnabel. Nein, das erste, was wir gemacht haben, das mit dem, so, der sich selber beißt. Mit Kopfbedeckung. Mit Schnecke als Kopfbedeckung. Genau. So. Ich nehme hier was. Doch, da. Ah, da. Neben den Schränken. Oben. Ja. Ich weiß nicht, was das ist. Also, ich würde sagen, ein Känguru-Körper, ein Löwenkopf am Bauch und ein Kamel mit Hörnern als Kopf und eine blaue Muschel. Okay. So, und dann haben wir in der Ecke noch irgendwas. Ja, genau. Das ist das gleiche wie das mit den zwei Schnäbeln, nur mit einem Schnabel und einem Ding auf dem Rücken. Dann bleibt bloß noch ein Bild. Wo war das? Das war, glaube ich, unten irgendwo. Da, am Kamin. Genau, am Kamin kommt Löwenkopf-Bauch-Ding ohne. Mit Flamingo hinten dran. Genau. Da habe ich alles gemacht. Gut, dann müssen wir jetzt nochmal unsere Drehbilder machen. Interessant ist aber, hier scheint mit den Bildern nichts passiert zu sein momentan. Ich kann die noch immer nehmen. Ja, ich glaube, damit müssen wir jetzt noch verdrehen dann. Ja, so, Drehbilder. Fangen wir unten an. Also für mich unten. Welche? Das, was du, glaube ich, als Windmühle bezeichnet hast. Mit den kleinen Blumen in außenrum als Kranz. Nein, da muss ich nach oben gehen. Okay, dann fangen wir mit dem an, mit dem Blumen als Kranz, weil das können wir identifizieren. Ja, da müssen diesmal die Froschblätter in der Mitte sein. Alle in die Mitte? Ja. Okay. Dann gab es das zweite Bild mit Froschblättern, mit den Punkten, die einen roten Rand haben. Wie rätst du uns hier tot und dann sowas? So, das Virus, wie du es bezeichnet hast, muss jeweils außen sein. In der Mitte. Also links oben muss links unten sein. Rechts oben, rechts unten. Links unten muss links oben und rechts unten muss rechts oben sein. Ah! Warte mal. Also rechts unten, die Kachel müsste es rechts oben sein. Ja. Okay, und links unten, links oben. Ja, so dass halt das Virus halbiert ist. Alles klar, dann haben wir das auch schon. Dann das letzte Blatt. Ja, da muss der Farn links und rechts außen sein. Also auch wieder so halbiert. Ah ja. Jawohl, das ist auch das eh. Ich habe ja bei mir auch jetzt so ein Bild mit Nepias, mit Espian drauf zu stehen. Espian? Mhm. Aha, dann ist bei dir also andersrum. Bei mir ist nämlich Nepias, oder wieder andersrum. Ich behalte jetzt meinen Griffeln. Ja, jetzt kann ich mit den Bildern nämlich nichts mehr machen. Ja, bei mir sind die Bücher alle wieder an ihren Orten zurück. Welche Bücher? Nein, Piss. Ach so, ja, die sind weg, ja. So, aber wir wissen jetzt, wie das mit dem Kristall funktioniert. Ja, ich stehe davor. Ich warte einfach darauf, dass du mir irgendwas sagst. Nur noch passiert nichts.
Jetzt blinkt. Jetzt, ja. Ja. Und jetzt. Okay, das haben wir auch. So, jetzt die Gegenstände, die müssten bei dir jetzt auch irgendwo stehen. Ja, die stehen jetzt bei mir hier rum. Okay, ich brauche die Sanduhr. Sanduhr, wo könnte die sein? Nee, das ist der Globus, das ist der Würfel. Ja, dann sag mir doch mal den Würfel. Würfel steht oben auf dem Tisch. Oben? Ja. Rechts oder links? Auf dem Schreibtisch, oder? Auf dem Schreibtisch. Okay. Dann der Plattenspieler. Machen wir erstmal den Globus, falls du den gerade bei hast. Ja, habe ich. Der steht hier oben im Schrank. Welche Seite? Links oder rechts? Rechts. Rechts. Neben den Flaschen? Nein, unter den Büchern. Ach, da. Ich dachte jetzt links, rechts, weil er zweigeteilt ist. Aber du hast von dem... Okay, dann... Der Plattenspieler neben der Leuchtkugel. Links oder rechts? Rechts. Okay, und jetzt die Sanduhr noch. Ja, die suche ich noch. Entweder Kamin, links neben dem Kamin auf Büchern oder auf einem Stuhl oder unten in der Mitte auf dem Stuhl. Das soll die Sanduhr sein. Links neben dem Kamin, unten auf den Büchern. Auf den Büchern, okay. Was ist jetzt hier aufgegangen? Ach ja, das, nö. Hä? Bei dir was aufgegangen? Ich habe zumindest was gehört. Ich auch. Was? Nee. Leicht oben. Oben das S ist bei mir aufgegangen. Ah ja, okay. Alles klar. Vielleicht, weil du das vorhin schon mal versehentlich alles richtig... Nee, Sanduhr konntest du ja nicht richtig stellen. Schwer zu sagen. Hast du jetzt auch so Zeiger an der Uhr? Oder hast du nur wieder irgendwas? Ich habe immer noch das gleiche wie vorhin. Aber bei mir habe ich jetzt einen Kuckuck, wo die Uhr schlägt. Ich habe vorhin keinen nervigen Kuckuck gehabt. Ich schon. Ja, und ich weiß jetzt, was ich vorhin bei der beim Kerzenständer gemacht habe. Jetzt sind bei mir nicht alle an. Ah, okay. Ja, dann machen wir den Kerzenständer an. Ja. Das wird irgend sowas sein hier. Wo ist denn der Kerzenständer bei dir? Der ist da direkt vor der Leuchtkugel. Okay, da sind bei mir nämlich auch nicht alle an. Also bei mir sind zum Starten die mittleren drei an. Nein, bei mir sind zwei außen, zwei frei, eine frei, eine. Ja gut, das ist die Frage. Also ich gucke jetzt momentan auf die Kugel. Okay, ich stelle mich zu Kugel. Dass du den Kerzenständer siehst? Ja. Okay. Links erste an. Okay. Zweite an. Zweite an. Dritte aus. Ja. Vierte aus. Ja. Fünfte an. Ja. Sechste aus. Okay. Siebte an. Jawohl. Dann habe ich beim letzten Mal das Ganze versehentlich irgendwie richtig... bei mir waren die halt komplett anders. Sieht man dann im Video. So, jetzt können wir nochmal den... Die Bilder ist noch nicht beendet. Kannst du noch andere Bilder anklicken? Ja, also ich kann die... Ich kann sie nochmal nehmen. Okay, weil... Kannst du auch andere Bilder außer die Tierbilder anklicken? Ich habe keine anderen Bilder. Also ich habe noch die Blumenbilder, aber die sind voll durch. Ja, die sind durch. Hast du rechts, da wo die Sanduhr steht, hast du da ein Bild stehen in dem Schrank? Ja, da ist so ein Edelmann. Ganz ja, kleines kannst Bild. Du den nehmen? Nö. Okay.
Also ich kann auch mal durchgehen. Ich habe momentan auf dem Kamin stehen das Känguru mit dem Flamingo-Schwanz. Genau, ohne. So. Dann bei den Fenstern habe ich den Hasen mit dem Flamingo-Schwanz ohne Schnecke. Ja. So, dann unten an der Treppe habe ich den Zweischnabeltypen. Genau. Den gibt es ja bloß einmal. So, dann ein bisschen hoch ist der Hase mit Flamingo und Schnecke als Hut. Ja. Dann kommt bei mir ein leeres Viereck. Ja, kommt bei mir auch. Aber ich ignoriere die ja soweit, wenn ich da nichts machen kann. Dann kommt das Känguru mit der Schnecke. Mhm. Und zuletzt, neben dem letzten Blumenbild, ist der Vogel mit der Schnecke. Ja. Also die sind soweit alle richtig. Ja, wir haben das mit der Uhr noch und die Tierbilder sind anscheinend noch nicht fertig. Gemälde mit Menschen drauf. Ja, da gibt es so ein kleines. Oh, meinst du das mit Espian? Das kann ich nehmen. Ah, okay. Probier's mal irgendwo hinzustellen. Warte mal, das könnte man vielleicht. Wir haben da so ein Gemälde, was noch fehlt. Ja. Da ist eingesetzt. Kannst du es wieder rausnehmen? Ich kann die Bilder noch immer nehmen. Nee, ja. Nephias oder das andere, wie es bei dir ist. Pesi. Espian ist es bei mir. Ja, genau. Nimm das mal raus und setz es mal an den Spot neben die Tür. Spot neben der Tür? Das hier so ein Spot sein? Ah, bei Meister Ambrosius. Bei mir ist da drunter so eine Plakette. Meister Ambrosius. Bei mir steht der Vater Gott. Was evariert? Das hier vielleicht an der falschen Stelle sein. Ah, es ist was aufgegangen. Ja, ich habe, weil ich nicht dachte, dass ich dieses Bild mit den Menschen da auch irgendwo anders hin platzieren muss, habe ich das Bild mit dem Hasen und dem Flamingo nicht dort unten hingestellt, wo bei mir das Bild mit den Menschen lag, sondern auf so eine Staffelei da etwas weiter. Okay. So, was ist jetzt aufgegangen? Die Uhr. Ja, aber irgendwas muss jetzt aufgegangen sein. Der leere Spot oben ist aufgegangen. Nehmen. Okay. So, jetzt die Uhr. Also, ich stehe bei mir auf 9 Uhr. An mir auch, ja. So, an den Stellungen der anderen Sache hat sich bei mir aber nichts verändert. Okay. Aber vielleicht funktioniert es jetzt, was auch immer du beim letzten Mal gemacht hast. Ich habe drauf gedrückt. Es hat Död gemacht. Ja. Das ist schon mal ein Zeichen, dass es funktionieren würde. Ja, das hat es, glaube ich, vorher nicht. Also bei mir ist das erste oben auf 10 und 1. Ja, das sind 4 Striche von 10 Uhr bis 1 Uhr. Ja. Keine Ahnung, ob du da irgendwas machen kannst. Ja, ich kann hier drehen. Ja, was mehr so als ich. Aber ich weiß nicht, was muss ich ein gutes Gehör haben? Okay, Moment. Also ich hatte irgendwas klacken gehört, so ist nicht. Ach so, der China muss ein gutes Gehör haben. Versuchen wir jetzt mal. Von 9 bis 2. Von 9 bis 2. Warte, ich gehe erstmal auf die 9. So, jetzt bin ich auf der 9. Achtung, es geht los. Ja, die Frage ist, auf was ich lauschen soll. Bist du noch auf der 9 oder? Nee, ich drehe immer wieder.
So, Ich hör mehr als du wahrscheinlich. Bei mir geht auf einmal die Uhr recht schnell los. Also pass auf, ich drehe jetzt. Jetzt. Stopp, jetzt. Ich höre nichts mehr. Also ich höre, du machst anscheinend irgendwas und ich höre auch irgendwas, aber ich und mein Gehör. Ich mache mich mal ein bisschen leiser. Ungefähr so. Ungefähr so. Und dann sagst du mir einfach Bescheid, wenn du was hörst. Ja, jetzt höre ich nichts mehr. Eben hatte ich noch was gehört, jetzt nicht mehr. Wenn du auf der neuen anfängst, dann habe ich jemals was gehört. Wie gesagt, aktuell höre ich gar nichts. Ich verstehe es nicht. Bei mir schlägt die Uhr jetzt auf jeden Fall schneller. Du hast irgendwas ausgelöst, vermutlich. Ja, jetzt wird sich das Ganze erstmal wieder zu. Okay, also wir fangen mal bei der obersten Ding an. Ich stelle jetzt alles mal nach links, okay? Alles auf die erste Position. Und ich drehe, fange jetzt an, so jede Sekunde einmal zu drehen. Achtung, 3, 2, 1. Stopp. Ah, du hast auf der 2 gestoppt, okay. So, auf der 2. Auf der, ja, auf der, auf 11 Uhr an der obersten Ding hast du gestoppt. So, jetzt gehe ich an die zweite Position. Ich fange an zu drehen in 3, 2, 1. Stopp. Okay, wieder an der zweiten Position. Ja, ich höre mit einmal irgendwas klacken, was irgendwie nicht dazu passt. Vielleicht ist auch bloß der Kuckuck da oben. Okay. Den Kuckuck kann ich sogar umstellen. Also, pass auf. Die dritte. 3, 2, 1. Stopp. Okay, du hast in der Mitte gestoppt. Ich drück mal. Ich glaube, bei den ersten hat mich der Kuckuck ein bisschen verwirrt. Okay, dann drehe ich noch mal. 3. Ja, Smooth, meine Uhr hört sich tick-tock ganz normal wie so eine Uhr an. Ja. Na, die sahen alle seltsame Sachen. Solche, hör mal genau hin, was passiert, wenn du den Zeiger drehst. Geh mal kurz auf Übertragung senden. Nämlich auf den Kuckuck. Ne, den höre ich nicht. Okay, passt. Wie soll es bei mir ticken? Es tickt halt. Ah, bei mir ändert sich das Ticken.
Ich brauch, warte mal kurz. Ah, du blöder Kuckuck. Wie hört sich bei dir der Kuckuck an? So selten wieder rauskommt, Kuckuck. Mehr ein helles Kuckuck, ein Huhu oder ein Kuckuck. Eher ein Huhu. So ein, so, wie als würde man durch eine Flöte pfeifen, oder? Ja. Okay, dann ist das hier schon mal drin. Ey, das ist eine alte Pendeluhr. Penny, was erwartest du? Wie schnell schlägt das Pendel bei dir? Ich würde sagen, ganz normal. Also wenn es von links anfängt, wie lange dauert es, dass es nach rechts geht? Ey, jetzt fragst du sowas. Ja, sag mir jetzt links und dann sag mir dann, wann es rechts ankommt. Ich würde sagen, eine Sekunde. Nee, du sagst mir jetzt, wenn es links anfängt, nach rechts zu wandern und wenn es rechts fertig ist. Start, Ende, Start, Ende, Start, Ende. Eine Sekunde! Nochmal, Start und Ende. Start, Ende, Start, Ende, Start, Ende, Start, Ende, okay. Start, Ende. Ende. Okay. Tack. Klick. Klick. Tick, tick. Bock, bock. Wie hört sich dein Uhrwerksschlagen an? Also ich habe hier ein Tock, 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 als würde jemand so einen kleinen Holzhammer auf Holz hauen. Das ist bei mir heller, so tick, tack, tick, tack, tick, tack. Wie soll ich das beschreiben? Plastik? Plastik auf Plastik? Ein Tick, Tick oder so ein dumpfes Ticken? Ich würde eher sagen, nur ganz normales Ticken. Normales Ticken ist die 2, sagst du, Billy? Das ist mir aber fast zu hell. Liebe Zuschauer, auch ich bin aber verzweifelt. Warte mal, sag mal nichts. Ist es das gewesen? Was? Hä? Hast du was gehört? Ich höre ständig irgendwelche Geräusche hier. Drück den Knopf. Okay, na dann wird's. Jetzt muss es erstmal wieder. Kann ich jetzt wieder bedienen? Nein. Dann ist es das vielleicht. Nee, auch nicht. Danke, Ben, ich tu mir auch leid. Also, so Geräuschrätsel bitte nicht mit mir. Ja, das ist das Doofe. Die obere Bedienung mit den E4 ist das Ticken der Uhr. Die mittlere ist die Geschwindigkeit des Pendels. Und die untere ist das Geräusch des Kuckucks. Also ich kann dir bloß sagen, wie meine eingestellt sind. Aber das hatten wir ja schon. Dann besser. Jetzt ist offen. Pendel bloß nicht richtig eingestellt, die Pendelgeschwindigkeit. Kann ich die Uhr jetzt verbrennen? Okay, jetzt ist die Frage, Nefias bei mir oder bei dir? Also ich habe bei mir Espian drin, das scheint nicht zu funktionieren. Dann probieren Nefias.
Ah, oh, ich habe ein Bumbrillum. Oh, da ist ein Durchgang. Oh nein. Geht die Tür jetzt auf? Nein. Ach, die Tür geht auf. Oh. Ich sehe schon wieder so eine rote Flamme. Und ich habe zwei Kristalle in der Hand. Und die leuchten. Ich höre Kirchenmusik. Oh, ich kenne den Raum. Gezettigt meine Rauchen. Danke, Smoo und gut, Smoo. Oh mein Gott. Also ich bin jetzt in einem... Gott, was ist das? Oh, ich habe ein Konzert. Was? Ich habe ein Konzert. Ich habe hier Orbs. Ganz viele verschiedene Farben von Orbs. Ja, mir spielt gerade jemand die Orgel und singt dabei. Ich hab hier wieder Mischmasch-Zeug. Inspizieren. Oh, Lo-Ot. Was? Ah, das ist dann zum Nachgucken. Da kann ich dann was hinstellen. Forlorn and ridiculed, eternally cursed by royal decree, revealed to be the ruin of me again. I slave to stand the test. You shall atone. I do not jest. Gut, dass ich heute die Facecam aus habe. Now tempted by embrace of knights. Ending thus my relentless plight. Oh. My king. Cherish your infernal power. Because tonight the moon will come. Schwierige Geburt gewesen. Ja, Penny, da hast du recht. Ist mein Konzert jetzt endlich vorbei? Ja, der Typ ist weg. Okay, das sieht interessant aus, was ich hier habe. Erinnerst du dich noch an den Raum mit den Büchern auf dem... wo da von Zahl zu Zahl war? Die Flammen? Mit dem kleinen Brett, wo wir da verbinden mussten. Ich bin jetzt einen Abend weiter. Falls du die Videos geguckt hast. ich habe hier eine Tafel mit Buchstaben, die wie... Ja, stell dir vor, ein Edelstein ganz oben ist ein Baum. Und von dort aus gehen Wurzeln ab zu verschiedenen Buchstaben. Immer zwei Buchstaben, dann geht wieder was ab, wieder zwei Buchstaben und so weiter. Ja. Ich habe die Buchstaben hier liegen. O, OH, OL, OT, PA, DL oder. Ja, davon recht viel. Außerdem habe ich 1, 2, 3, 4 Dokumente mit Pflanzen und Tieren und die dazu ein Bild haben und vermutlich aus den Buchstaben an der Tafel die Namen gebildet sind. Wenn ich hier so gucke, ich habe hier zum Beispiel eine Aliomigna. Du hast eine Aliomigna. Das war jetzt bloß eins von 5 Beispielen auf dem einen Blatt. Das sind ja 4 Bücher bzw. Zettel mit 3, 4 und 7 mit insgesamt 17 verschiedenen Sachen. Also pass auf, ich habe hier so Flakons. Einmal mit einer lilanen Blume, einmal mit einem türkisen Pilz, einmal mit einer lilanen Muschel, die rote Blüten oben drauf hat, einmal mit gelben Pflanze, die wohl aussehen wie Birnen, eine türkise Pflanze, ein roter Pilz und eine grüne Krabbe mit einem Muschel hinten am Buckel.
Ja, gut. Es kommt mir so ein bisschen bekannt vor. Es könnte sein, dass ich dazu die Namen jeweils habe. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Es heißt, ich werde gleich schreiben. Aber eventuell nicht zu allem. Ich habe hier wieder Elektrizität, China. Oh, was für ein Spaß. Also wir haben Pflanzen, wir haben Pilze, wir haben Krabben und Co. Habe ich einen Stein vergessen oder kriege ich den irgendwie? Hast du einen Stein im Inventar? Nö, ich habe gar nichts. Ich habe meine Kerze in der Hand. Kann ich die da wieder rausnehmen? Oder gehören die da rein? Nee, ich habe nicht genug Scherben. Gut. Die gehören da rein. Das heißt, ich brauche noch eine so eine leuchtende Scherbe. Ja, ich habe wirklich bloß die Bilder mit irgendwelchen Namen dazu und halt die Tafel. Interessanterweise kann ich an der Tafel auch sagen, okay, ich markiere diverse Sachen. Hast du denn auch was, wie ich es mischen muss? Inwiefern mischen? Oder zerlegen muss? Weil ich habe hier eine Maschine, die... Da stelle ich einen Flakon rein und die wird das wahrscheinlich in zwei Bestandteile zerlegen. Ich habe hier aber im Gegenzug nämlich noch eine Maschine, da stelle ich zwei Flakons rein, die was wahrscheinlich zusammenmischt. Nö. Also ich könnte mir jetzt so vorstellen, dass abhängig vom Namen ich an der Tafel sagen kann, vielleicht was irgendwie... Oh nein. Pass auf, wenn ich das jetzt mache, kommt dann wieder das raus? Ich glaube, davon muss ich eine rauchen. Ja, alles klar. Okay, ich kann diese Flakons, die ich habe, nämlich nochmal in Bestandteile zerlegen. Ich habe gerade das mit einem ausprobiert. Mit dem Türkisen, da kommt dann Gelb und Blau noch raus. Da sind auch wieder Bilder drauf. Oh Gott. Also, ich stelle das in dieses Ding rein, dieses Türkise, drücke auf den Knopf, es kommt Gelb und Grün, Gelb und Blau dafür raus. Ja gut, also mit Farben kann ich absolut gar nichts anfangen, die Bilder sind alle schwarz-weiß. Ja. Aber... Das könnte durchaus so sein wie beim, da wo wir angefangen haben, dass das Ganze mehrteilig ist, dass ich noch in irgendeinen anderen Raum muss oder so. Du bist ja auch zwischendurch in einen anderen Raum gegangen. Ja, das stimmt. Aber ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Wo soll das hin? Was kriege ich dabei raus? Kann ich denn hier hinten was machen? Gucken wir mal. Da steht ein Flakon drin, aber den kann ich nicht rausnehmen. Nee, der ist hier fest. Oh Gott. Ich mache mir jetzt schon Sorgen. Billy sagt, wir werden sehr viel reden und Behemoth hat dafür ewig gebraucht. Okay, ich nehme jetzt mal die ganzen Flakons hier raus. Hilft dich ja erstmal nicht. Also, wie lange wolltest du heute machen? Denk dran, wenn wir speichern und neu laden, wird das Ganze so zurückgesetzt. Oh, ich kann nicht mehr nehmen, okay. Aber wir können ja überlegen und nochmal kurz miteinander reden, dass wir beim nächsten Mal... Kann ich... Oh, ich kann hier... Oh Gott! Ich muss das da reinsetzen? Okay, ich platziere es einfach mal. Also ich höre zumindest irgendwas, aber... Ich auch, aber was? Ja, du hast das Buch, was vermutlich irgendwie wichtig ist, und ich habe die Tafel und die Bilder dazu. Okay, China hat die Tafel, solche hat das Buch, China hat die Bilder.
Das heißt, du müsstest wissen, was für ein Ding ich zusammenbrauen muss, oder wie? Ich habe keine Ahnung. Wo soll ich das wissen? Oh, die spawnen wieder? Okay. Es ist die Frage, was ich damit zusammenbrauen muss. Hier leuchtet es rot. Muss ich was Rotes zusammenbrauen? Ich weiß es nicht. Hier habe ich ein Buch. Zwei blaue Scherben und eine gelbe ergeben eine rote Scherbe und die muss ich da drücken. Ja, die rote Scherbe ist das Wichtige. Bei mir eine Tafel, was ich als Kristall bezeichnet habe, wird vermutlich die rote Scherbe sein. Okay. Aus was wird die rote Scherbe denn gemacht? Wenn ich das so richtig interpretiere, wird die Scherbe aus OH, OL und PF gemacht. Moment. Ich muss jetzt schreiben. Ja, lass dir da ein bisschen Platz. Weil das gliedert sich noch bis zu dreimal auf. Also. Das Ziel ist... Ziel ist gleich. Wie heißt das? Also ich habe, das sind jetzt immer so schön aufgeteilt. OH. Ja. Oha. Also Otto Heinrich. Ja. Otto Ludwig. Otto Ludwig. Und Pastor Friedrich. Pastor Friedrich. So, und die drei unterteilen sich jetzt wieder. Okay. Habe ich denn hier überhaupt eins davon? OL. Oxyloroborate. OL hätte ich hier nämlich stehen und OH auch. Oxyloroborate. Oh Gott, wie kann man das beschreiben, was ich da sehe? Ich glaube, Kartoffel kommt da am ehesten hin. Kartoffel mit Augen. Was? Kartoffeln mit Augen? Weil ich glaube, ich habe nichts anderes so unförmiges gesehen. Eine Farbe hast du ja nicht. Ich muss gucken, was ich rauskriege. Das hier. Was kriege ich denn da? Nichts. Wieso kriege ich nichts? Ich weiß wahrscheinlich. Aus der kriege ich auf jeden Fall was raus. Das sind... Die kann ich nicht gebrauchen. Das hier vielleicht? Kann ich dich zerlegen? Nein. Schön. Dich kann ich nicht zerlegen. Es ist aber kein Schneckenhaus mit einer Blume obendrauf, oder? Nein. Wir reden hier von einem unförmigen Ding. Es hat keine Beine, keine Arme, kein Gesicht. Es ist... Eine unförmige Kartoffel. Da geht durchaus so ein bisschen was ab, so wie wenn so eine Kartoffel keimt, aber das war's dann auch. Ich muss schauen, wie ich es zerlegen kann. Okay, kann ich nicht. Das heißt, ich muss zusammenmischen. So, also OH wird zu was? Oder? So, unter OH, jetzt weiß ich nicht, ob das absichtlich so ist, dass immer zum ersten Buchstaben ein Strich führt und zum zweiten Buchstaben ein Strich. Ich vermute, das soll bloß heißen, es ist gemeinsam da. OH wird zu oder besteht aus Otto Theodor. OT. Und Pastor Anton. OL? Machen wir erstmal mit OT weiter. Okay. OT aus Friedrich Bertha. Okay. Und Pastor Jürgen. Pastor Jürgen. Pastor Anton bleibt so, da kommt gar nichts raus. Oder aus nichts gemacht. Pastor Anton ist Anfang. Ja. Also FB und PJ wird zu OT. OT und PA wird zu OH. Und OH geht dann zum Kristall. Gut. Dann haben wir OL. Ja, OL ist genauso aufgebaut, also
links geht bis zur dritten Ebene runter und das L und rechts geht bis einmal runter. Okay. So, also ich vermute, dass das ein L ist, Ludwig. OL besteht aus Dieter Ludwig. Dieter Ludwig. Und Pastor Ludwig. Also das geht dann runter zu Pastor Ludwig. Nee, OL ist DL und PL. Okay, PL, okay. Also ich mache immer eine Stufe nach der anderen. Okay. PL ist Ende, oder? PL ist Ende. Gut, ist auch ein Kreis. Ja. Okay. DL besteht aus Pastor Otto und Friedrich Anton. Und dann ist Ende. Friedrich Anton. Okay. Dann haben wir noch PF. Ja, so, das ist bei mir der rechte. Der ist ganz besonders interessant. So, Pastor Friedrich besteht aus Anton Maria. Anton Maria. Und Pastor Otto. Schon wieder ein Pastor und Otto. Okay. Ja. Otto ist das Ende? Nein. Darum fühlt es jetzt interessant. So. AM besteht aus Pastor Bär. Also Bertha. Ja, Bertha. Pastor und Bertha, okay. Otto Xylophon. OX, okay. Ja. Ist das Ende oder noch? Nein, noch nicht. Machen wir erstmal bei PO weiter, also bei Pastor Otto. Pastor Otto besteht aus Otto Xylophon. Otto OX schon wieder, ja? Ja. Und keine Ahnung. Da geht ein Strich hin und ein ausgebleichtes etwas ist kein Buchstabe zu erkennen. Dann ist aber dort Ende. Okay. Dann das wäre Ende. Fragezeichen ist Ende. OX ist dann auch Ende von OX ist auch Ende. Okay. So, aber PB, also Pastor Bertha, geht noch. Ist das andere OX auch fertig? Ja, das ist der, also AM und PO gehen beide zum selben OX bei mir. Ach so, okay. Ja. Ja, aber Pastor Bertha geht noch einmal zu Pastor Emil. Pastor Emil. Und Friedrich Rudolf. Friedrich Rudolf, FL. Und das sind aber dann Ende, oder? Das ist dann Ende. Okay, dann lass mal kurz gucken. Das ist... J haben wir. D, L, O, T, O, L, O, H. F. A. B, P. Haben wir F, R? Ja, da unten. P, T. Haben wir Pastor Theodor irgendwo gehabt? Pastor Anton, Pastor Ludwig, Pastor Otto, Pastor Friedrich, Pastor Bertha, Pastor J. Nö. Wir hatten ein OT gehabt. Otto Theodor. Prophylexo. Primax Prophylexo. Paraxioborate. Primaphylexo. Haben wir irgendwas mit Ophylexo drin? Ich, bei ja. Bei mir noch im Buch, aber es kommt bei uns jetzt da mal nicht vor. Vielleicht ist es ja PT, das Fragezeichen. Keine Ahnung. Fragezeichen rein als Fragezeichen. Okay. Mit zweiter Zettel. Da bin ich froh, dass ich gerade nichts aufschreiben muss. Ich schreibe mal. Oha. Ist gleich. Oha, hast du gesagt, ist eine Kartoffel mit was? Mit Augen. Aber ich habe halt kein OH, sondern ich habe hier so das Bild und dann dazu einen Namen.
Ich vermute mal, du hast einen Namen und dazu eine Buchstabenkombination. OH wäre bei mir Oglirotorf. Thorp. Kann das wer in den Chat schreiben? Das wäre einfacher. Also alles, was bei mir mit O anfängt, fängt mit Oxy an. Oglirotrop habe ich nicht. OH fängt mit O-G-L-I an. Ja. Danke, Benny. Nochmal alle vier durch. Okay. Ja, haben wir irgendwas mit Trop? Es würde mich jetzt nicht wundern, wenn du nach OH suchst, wenn du eventuell vorher ganz unten anfangen musst. Also wenn du, dass du dein OH bloß rausbekommst, wenn du die anderen beiden, die davor sind, mischst. Stimmt, ja. Weil wir halt unten anfangen müssen. Also müssten wir nach FB und PJ suchen. Dann fangen wir mit PJ und FB an. PJ ist was? PJ ist Paraxiophile Xorate. Moment. Parax, ich glaube, hier drüben war auch noch P. Ja. So. Paraxiophel. Also Paraxio, okay. Dann viele Lexorate. Das wäre so ein Einsiedlerkrebs mit mit so einer gewundenen Muschel. Krebs. Also keine Schneckenmuschel, sondern so eine stereotype Muschel. Wie man sich so einen Einsiedlerkrebs meistens vorstellt. Okay, habe ich sogar da. Und das ein FB wäre... Das wird vermutlich hier sein. Funghiroborate. Ja, das ist ein Pilz. Das ist ein einfacher Pilz. Ein einfacher Pilz. Moment, ich muss kurz hier was... Also ich habe hier bei den Bildern habe ich vier verschiedene Varianten. Der einen Tentakel auswuchert und einen ganz normalen. Ein ganz normaler Pilz, wie man sich ihn normalerweise so vorstellen würde. Mit einer spitzen Haube, ja, okay, aber so generell ganz einfacher Pilz. Ich schreibe gleich mal hin, dass das eine rote Haube hat, weil das ist der einzige, den ich habe. Ja, weil die anderen sind hier so Pilzfamilien, mehrere Pilze und irgendwie als wenn er mehrere Hüte auf hätte. Mhm. PA ist Prestaxiophile Exorate. Nochmal? Nicht Prista? Prista, doch. Okay, also. Prestaxiophile Exorate. Phile Exorate. Oh, das. Wie kann ich das Ding am besten beschreiben? Ich würde sagen, das könnte man als erstes als Birnen bezeichnen. Mehrere Birnen, die zusammenhängen. Okay, der Birnenstrauch. Birnenstrauch. Die habe ich nämlich auch da. Mhm. Okay. PO. PO. Nee, das ist Oxy. PO. Primaxiophile Xo. Nochmal bitte. Prima. Ja, Primaxiophile Xo. Okay, das ist so ein doppeltes Gänseblümchen. Würde ich sagen. Da, ja, okay. Das ist eine gute Beschreibung. Doppeltes Gänseblümchen. Ja,
So, dann haben wir PL. PL ist Presta. Was? Hallo, hallo? Ja. Belly sagt, man hört mich nicht. Also ich höre dich. Okay. Presta. Tio. Ach, Presta. Luo Borate. Ja, ich war mit dem Kopf Richtung Tisch geneigt. Ich musste schreiben. Nochmal bitte. Presta? Ja. Tio? Ja. Luo Borate. Also Luo Borat. Ja, du hattest die Kopfhörer nicht auf. Das finde ich nicht. Weil ich habe, die fangen normalerweise recht gleich an. Es gibt ganz, ganz wenige Ausreißer. Ich habe Oxy, so fangen sie an. Dann Fungi, Para, wie Paranormal. Und dann halt für die Pflanzen Prista. Da steht bei mir Presta. Nö, Presta habe ich gar nichts. Okay, dann lassen wir das mal als Fragezeichen. Das war jetzt Paula Ludwig, ja? Oder Pastor Ludwig? F.A. Friedrich Anton. Ist gleich Fungi. Ja, okay. Iri Barex. Fungi. Fungi Ribarex. Okay, das muss das Ding sein. Es sieht aus wie ein ganzer Wald von Pilzen, die alle zusammenwachsen. Okay. Wald. Wald von Pilzen. Okay. Dann hatten wir FA, haben wir. Dann nehmen wir den Pastor Erich. TE ist gleich da. Prista. Ja, okay. Xiforex. Okay, das ist Prista Xiforex. die Pflanzen haben ein X an der Unterseite. Das sind so mehrere zusammen und an dreien kann man ein X sehen oder ein Kreuz, wie auch immer. Ist noch irgendeine andere Beschreibung? Ganz grob wie Glocken. Ah ja, okay, jetzt sehe ich es. Okay, okay. Die lila Glockenblumen, sagen wir einfach. Bei mir kann man halt auf so einer kleinen Extrazeichnung ganz gut das Kreuz da unten sehen. Ja, bei mir kann man es ganz schlecht sehen. Ich muss nochmal hier durchscrollen. Ah ja, Ja, darauf habe ich fast gar nicht geachtet, dass der unten ein X dran ist. So, dann gucken wir mal. Wir haben noch FR. FR ist Fungi. Fungi ist da. Ribramis. Ribramis. Das ist ein Pilz, der drei Hauben hat. Also, die übereinander gestapelt sind. Drei Hauben. Pilz. Nein, Smo, weil wir jetzt das erst aufschreiben, weil wir das zeitlich wahrscheinlich nicht schaffen werden. Und wir machen jetzt die Vorarbeit für den nächsten Stream, damit wir da nicht schreiben müssen. So, da müsste eins noch mit Ox kommen. Ox, genau. Ox ist Oxy. Ja. Murexoris. Oxymurexoris. Ja, das ist eine einzelne kleine Karotte.
Eine Karotte. Mit drei Blättern. Habe ich die da? Oh, Moment. Habe ich die da? Okay, eine Karotte. Okay, OX haben wir. Ja, bleibt noch was der Ludwig irgendwie. Paraxioborate. Parax... ist falsch gewesen. Okay. Paraxioborate. Also, wollen die mich trollen? Wieso? Ah, okay. Ist das ein Iro oder ionisiert? Nach dem Parax. Ein und aus, also ein I und ein O. Okay, weil ich habe jetzt zweimal das gleiche, bis auf ein zusätzliches R. Okay, das ist Einsiedlerkrebs mit Schneckenhaus. Und Koralle auf dem Rücken. Ah, okay, das ist der Krebs mit Blumen. Okay, wir haben jetzt dann fast alle PE. Den konnte man nicht, nee, PL konnten wir nicht rausfinden. Schau ich mal, PB haben wir auch, haben wir das? PB? Nee, PB haben wir noch nicht. Was ist denn PB? PB wird eigentlich aus PE und FR gemischt. Ach so, okay. Wird PL irgendwo gemischt? Nee, das ist... PL ist Fragezeichen. Ja, ich bin gerade am überlegen, weil es... aus PO und FA gemischt. PL, wo hatten wir denn das? Ach, hier. PL? Nee, das ist ja Dora Ludwig. Das wird PN. Aber was ich gerade sehr interessant ist, eventuell ist das eine Fragezeichen, was wir uns aufgeschrieben haben, gar nicht so wichtig, weil wir haben einmal haben wir PO schon aufgeschrieben und dort brauchen wir ganz rechts, also bei mir ganz rechts, brauchen wir PO und PO wird dort aus OX und Fragezeichen gemischt. Es wird interessant. Oh. Fragezeichen ist PL. Könnte natürlich sein. Ich hab's gerade gekriegt, da steht direkt PL drauf. PL ist PL. Das steht tatsächlich so auf der Flasche drauf. Okay, kein Wunder, dass ich das bei mir nicht finde. Ja, Schade, dass ich das nicht erzählen kann. Ich mache ein Foto davon und stelle es dann in den Discord, dass ihr euch die Notizen mal ansehen könnt, die ich mir gerade gemacht habe. Das ist die Vorbereitung für den nächsten Stream. Aber wir können trotz allem schon mal versuchen, was zu mischen. Ob das überhaupt was Sinnvolles dabei rauskommt. Vorarbeit und mal gucken, ob was rauskommt. Ja. Dann könnten wir PJ und FB. Ja, das wäre genau eine Mischung. Ich meine, ich hab dir gesagt, was ich hier sehe und du hast es entsprechend aufgezeichnet. Eigentlich könnte ich jetzt weggehen. Okay, ich nehme jetzt mal den Einsiedlerkrebs und FB normaler Pilz ist der da. Und da kommt jetzt die Karotte raus. Die Karotte mit Augen. Ach, das ist die Kartoffel mit Augen. Müsste OT eigentlich bei rauskommen? Gut, ich kann sein, dass es OT die Karotte mit Augen ist. Oxyluoroborate heißt sie bei mir. Okay. Braucht man das OT für OH? Dann brauchen wir PA. PA ist der Birnenstrauch. Okay, wir mischen gleich mal die Karotte wieder zusammen mit dem Birnenstrauch. Okay. Gut, es fühlt mich halt nicht... Wow, der steht sogar dran. Ach, ist das schön. Wo ist? Da ist er. Zap. Okay. Es würde mich halt nicht wundern, wenn halt wirklich einige Sachen, die ich hier drin habe, nicht weiter benannt sind. Ansonsten irgendwie.
So, PO und FA. Hab ich noch das doppelte Gänseblümchen? Ich hab die blöde Karotte. Das doppelte Gänseblümchen war bei mir Prima Xiophilexo. Ich muss mal kurz das hier nochmal zerlegen. Kann ich das zerlegen? Kommt da was raus? Ja. Nichts. Okay. Was war denn? PO. PO ist doch dieses Gänseblümchen. Aber spawnt das jetzt gerade nicht? Keine Ahnung. Okay, das habe ich gerade nicht da. Okay, ich versuch's mal hier. PO ist auch wieder das. Ach so, PL und OX. Was war denn OX? Die Karotte. Ah, okay. Ah, okay, ich muss die nochmal zusammenmischen. Das hier und das hier. Stimmt, ich habe das doppelte Gänseblümchen ja zerlegt. Also PO, das ist das hier, und FA. Wald von Pilzen. Mhm. So was habe ich hier. Wald von Pilzen, so. Da müsste jetzt Dora Ludwig rauskommen. Dora Ludwig müssen wir mit PL. Du, das jetzt. Dora Ludwig war das hier. Das hier. Dora Ludwig mit PL. Ach, da muss ich ja wieder das Gänseblümchen zerlegen. Ups. Okay. Ha, ist das Gänseblümchen schon wieder da? Das sind jetzt so Momente, wo ich dann auch bei dir gerne gucken würde. Das doppelte Gänseblümchen ist nicht da. Moment. Ah, okay. Ah, okay, ich verstehe. Das Spiel trollt mich gerade. Ich weiß auch nicht, warum ich hier auf der Tafel die Sachen markieren kann. Das Spiel trollt wirklich gerne. Das hier und... Was ist das hier? Das hier wird OL. Kannst du mir sagen, wie PL ausschaut? Das hatten wir doch, dass ich das nicht gefunden habe. Du kannst mir gerne nochmal sagen, was das sein soll. Ach, PL, PL, Entschuldigung. Nee, wie OL aussehen soll. Oxyluoroborate. Oxyluoroborate, das ist die Kartoffel. Das ist OL, gut. Dann ist das richtig. Rein damit. So, dann haben wir PE und FR. PE war lila Glockenblumen. Mit den Xen. Und FR war drei Haubenpilz. Den hatte ich doch auch noch dabei. Ja. Da kommt jetzt PB raus. Oh Gott. Okay. PB. OX ist die Karotte. Habe ich die noch? Ist das eine. Ja, die Karotte hier. Die einsame einzelne Karotte. Das ist AM dann. Oh Gott. Alter. Hast du einen Stream offen? Ja, aber der ist pausiert, weil ich ja nicht bei dir. Das Blöde ist, ich kann es nicht anschließend nachgucken, weil bei dir die Videos ja nicht da sind. Ich hätte die ganzen Sachen so gerne anschließend noch angeguckt. Shit. Wieder kein doppeltes Gänseblümchen. Also, OX war jetzt... Was? Die Karotte. Habe ich die noch? Nein, die habe ich nicht mehr. Wo kriege ich die Karotte raus? Weiß ich nicht.
Also die Karotte wird unter anderem in PO verwendet. Aber PO kriege ich nicht mehr. Blaue soll ich zerlegen. Das wäre aber... Nee, gut, dann musst du anschließend PO. Moment, ich guck mal. Ah, da ist das doppelte Gänseblümchen. Okay, das doppelte Gänseblümchen haben wir. Das ist PO. PO und AM. Okay. Warte mal kurz. PO. AM. Manchmal wünsche ich mir, auf deiner Seite zu sein. PF. Ja, dann müsstest du anschließend OH, OL und PF zusammen haben. OH. Es wird gemischt. Da sollte theoretisch ein roter Kristall bei rauskommen. Ja, irgendwas ist... Mann, wir haben das jetzt wirklich auf die Schnelle gelöst. Hm. Kann ich jetzt hier durch, oder? Nee, ich hab einen lila Kristall gekriegt und den stopfe ich jetzt unten in das andere. Ja, danke, Belly. Ich stopfe das jetzt mal hier rein. Jetzt geht das hier zu. Ich glaube, wir schießen jetzt dann irgendwas in den Himmel. Das wird verschlossen. Irgendwas habe ich eben gehört. Jetzt kommt der rote Kristall raus. Ach so. Ja, mach auf. Ich will den roten Kristall haben. Da ist er. Ja, damit. Gib her. Huh? Oh, eine Zwischensequenz. Wir haben es doch noch geschafft in der Zeit. My essence. Wait. He's here. Come. This is the royal passage. Its construction was ordered by my father for his secret rendezvous. He was a good king once, but his desire for a lasting legacy drove him to desperate measures. He was used by his most trusted servant, and now he's back. Or maybe I am back. Sheena? My mind feels clouded. There is a power in me. I sense it, gained by blade or blood. I do not know. I need answers. Follow this path and do not falter. I will stand by you when you need me most. Hast du noch Zwischensequenz? Ja, das war eine sehr lange. Ich dachte erst, okay, sie ist vorbei, weil ich so eine leuchtende Klinge in der Hand hatte, die endlich so vollständig war, und dann kam eine weitere Sequenz. Ich habe den Seelenstein, ich stecke im Kerker. Der hat mich eingesperrt. Ja, Hilfe! Super. Oh, du drückst irgendwas, oder wie? Ah, ich sehe dich. Guck mal zu deiner Linken. Hinter dir. Im Fenster. Wo? Rechts von dir. Hinter dir. Okay, ich drehe mich jetzt. Ach, hier, da. Hallo. Du bewegst da übrigens gerade Puppen. Oh, du lässt mich runter. Wie hast du das gemacht? Ich habe hier eine Kurbel.
Oh, ich bin draußen. Ach toll, jetzt habe ich ihn rausgelassen. Hätte ich nicht machen sollen. Wieso? Jetzt bist du frei. Oh, ich habe hier so eine... Ja, man möchte meine Ritterfigur, momentan zwei hier auf dem Gang, wobei bei einer der Hebel kaputt ist, die kann ich nicht reparieren. Wenn du weitergehst, auf der anderen Seite noch welche drehen können. Ja, aber das ist ein ziemlich weiter Weg. Ja, und ich glaube, das machen wir tatsächlich beim nächsten Mal. Ich weiß nicht, ob wir da fertig werden. Gute Zeit, um Ende zu machen, sagt die Belly. Ich möchte mal probieren, was passiert, wenn ich den großen roten Knopf hier in der Mitte drücke. Kann ich meinen roten Stein bitte wieder haben? Nein! Her damit! Oh, ja. Kann nicht. Aber wenn wir es weitermachen, lösen wir das Rätsel ja auch noch anstatt beim nächsten Mal. Ja. Die Belly sagt auch noch, dass es ein Scherz war, ne? Dass wir das jetzt nicht auf die Schnelle lösen können. So, liebe Leute, ich schicke euch noch zum Primus. Ich sage herzlichen Dank fürs Zugucken, vielen Dank fürs Dabeisein. Einfach beim Primus mal ein kleines Hallo da lassen. Dann müsst ihr nicht lange bleiben und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dann. Tschüss.